Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Expertenpanel heute für die Immobilien- und Projektentwickler. Es geht darum, was eigentlich die Projektentwickler und Immobilienentwickler oder vielleicht auch die Planer erwarten von den Baupartnern, wie wir künftig zusammenarbeiten, auch natürlich mit der Digitalisierung. Wir haben heute einen kleinen Kurswechsel bzw. Regieplan. Uns sind leider die Frauen abhandengekommen. Die sind leider krank geworden, kurzfristig. Deswegen haben wir zwei neue Protagonisten. Aber ich stelle einmal kurz vor, und zwar von Ihnen rechts haben wir Martin Murphy von Stürmer und Murphy, von den Architekten hier aus Hamburg. Dann haben wir Stefan Dallmanns von New, Geschäftsführer New, eine Tochter der Instone. Tim Sassen von der Greyfield-Gruppe, Alexander Happ, Acidus Development, und last but not least, eben auch neu heute in der Runde, ist Georg Nunnemann, Projektentwickler für den Holzbau und für Nachhaltigkeit. Und Sie werden uns heute im Prinzip Rede und Antwort stehen oder beziehungsweise sehr intensiv miteinander diskutieren. So, dann setze ich mich mal hin. Wir haben natürlich durch die Baukrise, die wir momentan haben, durch Corona, durch die Lieferengpässe, aktuell natürlich auch durch die Finanzierungsrahmenbedingungen, völlig andere Rahmenbedingungen zum Bauen, und das ein weiter so, wie wir es bislang haben, kann es nicht geben. Das wissen Sie, das wurde hier auch schon mehrfach diskutiert. Aber wir gehen eben heute auch nochmal auf die Prozesse ein und was eigentlich auf beiden Seiten oder auf allen Seiten der Baupartner passieren muss, damit wir in Zukunft effizienter arbeiten können und natürlich auch weiter gebaut wird, weil das ist ja momentan auch ein Thema. Ich will mal ganz kurz definieren nochmal, was die Baupartner betrifft. Jeder von Ihnen kennt es, ich will es trotzdem nochmal erwähnen, weil wir da heute intensiv drauf eingehen. Das sind alle am Bau beteiligten Planer und der Bauherr aber eben auch. Also alle Beteiligten am Bauen heißt aber auch die Bauindustrie, die Planer, die verschiedenen Planer bis hin zum Bauherrn, weil wir den nehmen wir da nicht so ganz aus. Alle Protagonisten, die wir heute hier haben, haben sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und das macht eigentlich die Runde heute auch ganz interessant, weil jeder einmal auch vorstellen wird, wo seine Prozesse, wo sein Credo, wo seine Vorstellung eben für die zukünftige Zusammenarbeit mit allen am Bau Beteiligten aussehen muss, beziehungsweise manche ihre Prozesse ja auch schon deutlich umgestellt haben. Wir werden nicht umhin kommen, um BIM zu reden, auch natürlich. Das spielt immer wieder eine zentrale Rolle, bei manchen nicht oder anders, aber genau das diskutieren wir heute eben auch. Und wir fangen jetzt mal gleich an mit Stefan Dallmanns Wohnungsbau im Schwerpunkt, und zwar sogar auch bezahlbaren Wohnraum. Das ist sozusagen das Credo der New, der Tochter der Instone. Als Projektentwickler und eben auch Geschäftsführer natürlich hat die New in den letzten 4 Jahren alle Prozesse, also alle am Bau für den Wohnungsbau relevanten Prozesse auf den Kopf gestellt und sehr, sehr viel digitalisiert, und dabei rausgekommen ist, dass das ganze Prozessmanagement natürlich auch an dem Schnittstellenmanagement hängt. Und insofern, was genau passiert da eigentlich? Was passiert in den letzten 4 Jahren? Das finde ich total spannend, weil das haben nur sehr wenige gemacht. Und was ist gemeint mit dem Schnittstellenmanagement? Ja, ich versuche es einfach mal zu beantworten und das Ganze nicht ausufern zu lassen, weil da könnte man natürlich abendfüllend drüber debattieren, aber vielleicht mal ganz kurz, um den Rahmen zu setzen. Wir sind als Instone einer der großen deutschen Wohn- und Quartiersentwickler, bauen irgendwas so zwischen 1200 und 2000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland und beschäftigen uns deshalb schon seit vielen, vielen Jahren natürlich mit allen Facetten des Wohnungsbaus, in den letzten Jahren natürlich auch sehr, sehr verstärkt mit der großen Aufgabenstellung, Herausforderung des bezahlbaren Wohnungsbaus. Und das beginnt für uns natürlich mit der Frage, wie wir in Zukunft planen und bauen wollen. Oder aus unserer Sicht vielmehr mit der Frage, wie müssen wir in Zukunft planen und bauen, um überhaupt noch bezahlbaren Wohnungsbau realisieren zu können. Ja, und unser Ansatz war in der Tat der, den du gerade skizziert hast, das ist, glaube ich, relativ klar, es wird nicht den einen Gamechanger geben. Ja, ich wache morgens auf und habe in der wirklich langen, großen Bandbreite der Wertschöpfungskette der Projektentwicklung einen Gamechanger gefunden und disruptiere den ganzen Prozess, sondern uns war relativ klar, dass es viele, viele kleine Stellschrauben sind. Das ist der Komplexität, der Dauer des Prozesses geschuldet. Und deswegen ist unser Ansatz eigentlich der gewesen, dass wir 3 Säulen haben, an denen wir ansetzen. Einmal ein Produkt, ein Prozess
und an der Produktion. Und das Ziel ist es, alle drei Säulen zu optimieren, zu standardisieren, ja, und damit natürlich dann auch zu digitalisieren. Und der Kernpunkt ist der, eigentlich lässt sich auf eine einzige Frage zusammenfassen. Wir haben uns die Frage gestellt, muss eine Drei-Zimmer-Wohnung in Köln, Berlin, Hamburg anders aussehen als in München oder in Frankfurt? Und ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Landesbauordnungen, es gibt unterschiedliche Wohnraumförderbestimmungen, es gibt einen ganzen Sack voller kommunaler Satzungen, aber eigentlich im Kern muss sie das nicht, ja, in unserer Wahrnehmung. Und deswegen haben wir einen standardisierten Modulbaukasten entwickelt, Planungsansatz entwickelt, auf der das Ganze immer aufsetzt, sodass wir halt die klassische individuelle Prototypenplanung, Projektentwicklung hin zu einer standardisierten Produktentwicklung führen. Jedes Grundstück ist anders. Das macht es, glaube ich, nicht so einfach, immer zu standardisieren. Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nochmal sagen, was ihr dann auch verändert habt in der Prozesskette? Ja, also Prozess ist in der Tat ein Riesenthema. Also der eine Baustein ist das Produkt. Ein standardisiertes Produkt zu haben, Wohnungsbaukasten, aber nicht nur die Wohnung zu haben, sondern auch vertikale Erschließungskerne. Wir kommen im ganzen Wohnungsbaukasten mit drei verschiedenen Bartypen aus. Es gibt standardisierte Schachtregister, es gibt standardisierte Balkone. Also das ist der Baukasten. Prozessual geht es vor allen Dingen aus unserer Sicht um zwei Themen. Zum einen, wenn ich ein standardisiertes Produkt habe, dann liegt es natürlich auch nahe den dazugehörigen Projektentwicklungsprozess. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit von der Grundstücksakquisition über Planung, Produktdefinition, Bau, Planung, Ausschreibung, Bau bis hin zum After-Sales zu standardisieren. Und wir haben dazu, was das Prozessuale angeht, gemeinsam mit Dresden Sommer in ein Startup investiert, auch hier vor Ort mit dem Namen B-Board vorhanden. Was steckt dahinter? Es ist ein digitales Lean, eine digitale Prozessplattform, ja, basiert auf Lean-Management-Prinzipien, die wir so aus dem Construction-Bereich kennen. Und wir nutzen sie nicht nur für den Construction-Bereich, sondern haben sie auf den kompletten Projektentwicklungsprozess, den ich eben beschrieben habe, übertragen. Ja, und das versetzt uns in die Lage, sehr, sehr transparent einen vergleichsweise komplexen Prozess mit vielen Projektbeteiligten, mit vielen Schnittstellen, intern wie extern, zu standardisieren, mit Standarddokumenten, Standardprozessabläufen zu hinterlegen, verschiedene Meilensteine zu haben. Und deswegen haben wir dann einen zweiten Baustein unseren Teams an die Hand gegeben, neben dem Produkt, ja, dieses Prozesstool, um möglichst effizient dann die Produkte entwickeln zu können. So, jetzt könnte man sofort wieder Martin Murphy fragen, weil er ist heute der Exot in der Runde. Alles Projektentwickler, Bauherren, und er ist immer auf der planenden Seite. Alle Prozesse so zu standardisieren, ganz kurz geantwortet. Wir kommen daher nachher nochmal drauf. Ja, funktioniert schon. Ja, richtig, da geht's nicht so richtig sauber und glatt runter, wenn ich so einen Satz höre. Der Prozess standardisiert wirtschaftlich effizient, bin ich davor, ohne Wenn und Aber. Die Vorstellungskraft und aber auch die Kreativität in irgendeiner Art und Weise zu begrenzen, geht natürlich nicht. Die müssen nicht gegeneinander kämpfen. Die kann wirklich sehr gern miteinander arbeiten. Und da bin ich auf jeden Fall und sind wir als SMP ein großer Verfechter von Zuhören zu den neuen Themen, was auch von der Industrie da rauskommt. Aber wir sind schon gern dabei, wenn es eine rote Fahne irgendwie in der Luft zu heben in einem Termin. Vorsicht, da tun Sie nicht was Gutes am Ende. Das meine ich nicht in diese Richtung. Ich meine letztendlich, wir haben eine Verantwortung, dass Kreativität mit Innovation eine starke Zukunft hat. Das bedeutet nochmal nicht, dass die Prozesse nicht verbessern würden können. Ganz im Gegenteil. Die müssen verbessert. Die ganze digitale Welt, was wir die letzten 10 bis 15 Jahre komplett bei uns verändert hat, sage ich gern später was dazu, das hat uns wirklich gedruckt, unsere ganze Prozesse zu untersuchen. Standardisierte Prozesse, ja, aber das bedeutet nicht standardisierte Design. Es ist aber auch kein Schimpfwort. Da will ich nur sagen, da können wir gut mit leben. Gut. Wie gesagt, wir gehen nachher nochmal drauf ein. Wir gehen jetzt mal auf die Bestandssanierung. Ganz speziell eine Herausforderung, politisch unbedingt gewollt, nicht nur politisch, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit. Tim Sassen,
seit über 10 Jahren die Greyfield-Gruppe, die sich spezialisiert hat, und er ist auch ein prominenter Projektentwickler in dem Bereich, für die Bestandssanierung. Und seine Maxime ist, wir entwickeln nachhaltige Immobilien für die Menschen, die darin leben, nicht für den Investor, der kleine Zusatz. Und in der Tat, die Mechanismen bei einer Bestandssanierung sind andere als beim Neubau. Alleine im Ausschreibungsverfahren haben Sie ein anderes Risiko für das Redevelopment als im Neubau, ganz klar. Sie wissen ja nicht, was in der Immobilie drinsteckt. So, aber jetzt direkt sag du es einmal, was euer Credo auch ist, also worauf ihr euch spezialisiert habt und wie es natürlich in der Problematik ist bei der Ausschreibung, oder nicht die Problematik, die Herausforderung, wie ihr mit den Baupartnern da zusammenarbeitet in der Bestandssanierung. Die Herausforderung im Bestand fängt ja schon da an, dass es... Sag mal ganz kurz nochmal was zu euch selber, Greyfield. Gerne zu Greyfield. Greyfield, wir sind ein Projektentwickler, die nur Bauen im Bestand machen. Das heißt, wir bauen nicht neu, wir reißen nicht ab, sondern das, was wir machen, lassen wir immer die vier Wände stehen und versuchen, die Immobilie durch Umnutzung zu transformieren. Und das machen wir an Standorten, wo andere dran vorbeifahren, aber wo wir anhalten. Das heißt, an Standorten, wo viele Menschen leben und nicht gerade, wo Investoren meinen, da wäre es interessant zu investieren. Und das halten wir oder empfinden wir als nachhaltig. Und das macht uns einfach auch ehren Spaß. Jetzt haben wir auch noch einen Vorteil, wir sitzen im Ruhrgebiet, also im ballungsstärksten Raum in Deutschland. Da gibt es verdammt viele tolle Standorte und Immobilien, die es auch nötig haben, revitalisiert zu werden. Ja, und fand ich jetzt nochmal wichtig, dass er das nochmal selber sagt. Ja. Dieser Blick auf den Menschen hat ja nicht nur mit dem Nutzer zu tun, sondern natürlich auch mit dem gesamten Bauprozess natürlich auch. Das heißt, wir gehen auch mit unseren Handwerkern, mit unseren Fachunternehmern, mit unseren Fachplanern vielleicht auch ein Stück weit anders um oder sehen das auch anders. Weil, und da komme ich jetzt zu meinem Eingangsthema nochmal zurück, die Herausforderung ist ja im Bestand, korrigieren Sie mich, aber es gibt keinen GU, der Bauen im Bestand wirklich kann. Und wenn Sie dann sagen, okay, Sie wollen ein Stück Bauen im Bestand von einem GU haben, dann wird das entweder sehr, sehr teuer oder nachher sehr, sehr ärgerlich werden, wenn Sie das Ergebnis sehen. Und woran liegt das? Ja, das liegt natürlich erstmal an der anderen Herangehensweise im Bestand. Wir haben eine ganz andere Datentransparenz erstmal. Wir haben ja vorhin ein paar Startups gesehen, die versuchen das zu heilen, und das ist ja genau der Punkt. Wenn wir eine GU-Ausschreibung haben und dazwischen steckt noch ein Berater, der die Ausschreibung vorbereitet, dann wollen sie eine Ausführungsplanung haben auf einem Detaillierungsgrad, den sie im Bestand teilweise gar nicht haben, den sie vielleicht sogar niemals haben werden, es sei denn, sie machen so ein 3D-Aufmaß. Und also muss man da ein bisschen anders mit umgehen. Und das heißt, auch unsere Unternehmen, mit denen wir dann planen und bauen, die sind unternehmerische Partner. Wir müssen mit denen im Bauprozess Lösungen finden, und die wir nicht vordefiniert haben und nachher warten, bis es fertig ist, und dann bekomme ich einen Anruf, das Gebäude ist fertig, sondern es ist jeden Tag eigentlich auf der Baustelle selber mit als Projektentwickler, mit dem Bauunternehmer, mit den Fachleuten vor Ort Entscheidungen treffen zu können und nicht nur auf dem Papier im Büro. Ich gehe mal ins Publikum. Wir sind hier vorne ziemlich geblendet. Ne? Wer ist hier denn hier bei der Bestandssanierung mit dabei? Wer macht das als Geschäftsmodell? Bitte die Hände heben. Ah, ja, sehr gut. Doch, und bitte Fragen stellen, ja, aus dem Publikum. Das heißt, die anderen sind, glaube ich, 96% oder 98%, die haben bald alle kein Geschäftsmodell mehr. 95. Doch, sie haben natürlich aber im Zweifelsfall Neubau. Oder? Wie ist bei Ihnen mit dem Neubau? Einmal die Neubau bitte, die Hände heben. Oh, das ist... Ach so, die anderen bauen gar nicht. Okay, das ist eine Sondersituation. Gut. So, jetzt aber nochmal zu eurem... Ihr arbeitet auch in BIM. Tim Sassen, ihr arbeitet auch in BIM, und das ist aber anders von der Herangehensweise, weil ihr eben mehr mit dem Handwerk auch arbeitet. Ja, das ist natürlich ein gemeinsamer Prozess. Ich meine, das, was wir auch gerade bei den Startups gesehen haben, so ein 3D-Aufmaß ist ja schnell gemacht, haben wir ja gerade gehört. 10.000 Quadratmeter pro Tag kann man da ablaufen. Und was machen Sie denn mit dem 3D-Modell? Also zeigen Sie das dann Ihrem Trockenbauer und dann Ihrem Elektriker und sagen, hier, jetzt kannst du deine Planung da reinlegen. Nee, es geht ja weiter. Wir brauchen den Fachplaner, der übersetzt. Der übersetzt diese Punktwolke in eine Intelligenz mit Attributen dahinter. Und dann müssen wir das Thema besprechen und auch unsere Handwerker, unsere Fachunternehmen halt an den Tisch holen und sagen, guck mal hier, so haben wir das vor. Seid ihr bereit, genauso mitzugehen und umzudenken? Und dann ist es sehr, sehr spannend, weil auch unter den ausführenden Firmen, unter den Baufirmen, gibt es ja ganz viel Innovation. Und natürlich gibt es die Besitzstandswahrer, die sagen, nee, das habe ich noch nie so gemacht, ich mache weiterhin meinen seriellen Neubau, da verdiene ich ordentlich dran, und das habe ich die letzten 10 Jahre schon gemacht, und ich hoffe, dass ich das weiterhin so machen kann.
Es gibt aber auch die andere Hälfte, die sagt, Mensch, super, wir wissen, die Zukunft liegt im Bestand und der Bestand wird anders zu bauen sein und da kümmern wir uns drum. Und dann lernen wir gerne mit euch, liebe Grayfield, zusammen, wie wir das hinbekommen. Ja. Weil es gibt ja auch keine Referenzen, wo man sagen kann, okay, habt ihr das schon mal gemacht? Wenn wir mit Handwerkern sprechen oder mit ausführenden Firmen sprechen, habt ihr das schon mal gemacht? Ja, wo denn? Ja, vielleicht mal eine Kirche saniert, aber das ist ja wiederum andere Mechanismen, die dann wirken. Ja. Und da versuchen wir auch gerne, Vorreiter für unsere Gewerke zu sein. Und das heißt auch für uns die langfristige Bindung auch dieser Gewerke an uns. Ja? Also wir wollen mit denen gemeinsam wachsen und gemeinsam diese Herausforderungen im Bestand weiterentwickeln. Ja. Wie gesagt, politisch ist es ein Thema. Und wenn man sich mal anschaut, was unsere Bauministerin im Budget hat, im Haushalt hat, das ist 1 Milliarde und davon noch 350 Millionen für die Eigenheimförderung zum Neubau. Bestandssanierung hat der Habeck 13 Milliarden pro Jahr zur Verfügung. Das ist politisches Ziel einfach auch. Und es ist ja auch richtig, das ist völlig richtig, eben auch an den Bestand ranzugehen und nicht weiter zu versiegeln oder eben mit im Moment ja noch dem Neubau über 35% nur alleine CO2-Fußabdruck, nur für das Bauwerk. Ja. Und das muss ja runtergehen. Kommen wir mal auf das Thema bei Georg Nunnemann. Ein Experte im Bereich Holzbau hat das als Projektentwickler des Roots hier in Hamburg. Das ist das größte Holzgebäude in Hamburg oder bundesweit gerade? Es ist das größte Holzgebäude in Deutschland mit dem höchsten Holzanteil. Es sind über 5.500 Kubikmeter Holz dort verbaut. Außer dem Treppenkern ist tatsächlich nichts anderes in Beton gebaut. Und es hat sogar noch eine interessante Nutzungsmischung, weil da ist Wohnen sogar auch gedeckelter, also mietbegrenzter Wohnraum, sozialer Wohnraum, öffentlich gefördert, danke für das Wort, danke. Und Gewerbe, also eine komplette Mischung auch in dem Gebäude. Aber es geht jetzt eigentlich nicht so sehr, wir kommen bestimmt noch auf den Holzbau, aber es geht jetzt eigentlich mehr darum, welche Prozesse auch mit den Baupartnern sind eben anders, wenn man mit Holz baut, weil das ist ein anderer Prozess. Im Grunde genommen kann ich jedem, der hier schon etwas zum Bauen gesagt hat, nur ganz eindeutig zustimmen. Es ist die Erfahrung, die wir seit insbesondere 2016, wo wir mit dem Roots angefangen haben bei Garbe, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Aus meiner Sicht ist es so, wie Stefan sagt, es wäre wünschenswert, wenn alles systematisiert ablaufen kann. Und in der Konsequenz hat Garbe tatsächlich ein Systemgebäude entwickelt, das ähnlich ansetzt, wie es bei NIO der Fall ist. Umgekehrt haben wir mit Martin Murphy und Stürmer Murphy genau die Erfahrung gemacht, dass wir auch das Individuelle hinbekommen. Und das habe ich nicht anmoderiert, dass Stürmer und Murphy der Architekt des Roots war, Entschuldigung, das war jetzt mein Versehen. Aber die beiden jetzt gehören zwar zusammen, aber sie sollen auch gegeneinander, also nicht gegeneinander, miteinander diskutieren. So, also jedenfalls ist Herr Murphy auch einer der Architekt für das Roots. Das ist, glaube ich, was du eben gesagt hast, Sun, das ist die entscheidende Mindset-Änderung, die wir brauchen, dass wir uns so verstehen, dass wir gemeinsam unternehmerisch, wie Tim es eben formuliert hat, unterwegs sind. Es wird schwierig bleiben, solange am Ende des Tages ein Einzelner, nämlich in der Regel der Bauherr, die Verantwortung hat. Aber in dem Moment, in dem es möglich ist, und jetzt komme ich auf die Prozesse, in der Baubeschreibung zum Beispiel die Ziele so zu definieren, dass alle Beteiligten am Planungsprozess, bestenfalls am Genehmigungsprozess, sich darin wiederfinden, kann ein anderes Controlling stattfinden und kann eine andere Überprüfung stattfinden, ob das im Planungsziel erreicht ist. Ich nenne ein Beispiel im Vertrag, ich hoffe, ich darf das sagen, Martin, der zwischen Garbe und Stürmer Murphy geschlossen wurde, ist ein Projektziel Low Construction gewesen. Lasst uns das Holzhaus so einfach wie möglich bauen. Daran haben wir uns immer wieder gemessen und mussten uns natürlich dann aber auch die Frage stellen, ist die Komplexität, die im Gebäude erreicht wurde, noch vertragskonform? Ist das Ziel erreicht, ja oder nein? Und da hätten wir oder da hätte Garbe sagen können, ihr habt falsch geplant. Nein, es ging nicht anders. Dieses Verständnis muss für die jeweils andere Seite entwickelt werden. In dem Zusammenhang... Das hat aber immer funktioniert. Es hat so funktioniert, dass wir dort draußen, also
wenn ich nicht völlig falsch bin, kann man hier an die Kaikante gehen und auf der anderen Hafenseite, auf der anderen Elbseite das Projekt sehen im Bau, dass wir mittlerweile im 11. Obergeschoss sind und den Holzbau dort realisieren, dass es funktioniert im Ablauf so wie geplant. Und damit komme ich auf den nächsten Prozess. Also nicht nur Baubeschreibung umsetzen in Planung und das hinterfragen, sondern frühzeitig die weiteren Beteiligten, zum Beispiel den Holzbauer, mit einbinden. Das ist enorm schwierig, weil es in Deutschland nicht geübt ist, zu einem extrem frühen Zeitpunkt, ich vermute, Tim, beim Bestand ist es nicht anders, zu einem extrem frühen Zeitpunkt den mitzunehmen, der für das Bauen verantwortlich ist, dessen Input in die Planung mit einfließen zu lassen, möglicherweise sogar dessen Input in die Genehmigung, so war es beim Roots, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, dessen Input mitzunehmen. Ich frage da mal kurz quer, Stefan Dahlmanns, eigentlich, wenn alle Prozesse optimiert werden, dann gehört das ja auch beim konservativen Bau mit dazu, ganz frühzeitig alle Beteiligten mit dran an den Tisch zu holen. Wie macht es New? Absolut. Ich habe eben, glaube ich, schon gesagt, ne? Also wenn man über Effizienzsteigerung nachdenkt, Optimierung, Standardisierung nachdenkt, dann ist man ganz schnell beim Produkt, weil das ist visibel, ja, Grundrisse, Haus, was auch immer. Oder bei der Frage, wie baue ich es denn? Ich glaube, dass im Prozess eine ganze Menge Musik steckt, vermutlich die größte, ne? Und die Frage der Schnittstellengestaltung ist eine entscheidende. Die haben uns natürlich auch gestellt. Wir haben sie vor kurzem einfach beantworten gesagt, wir müssen möglichst viel selber machen. Das heißt, wir haben wirklich viele Leistungen in der Wertschöpfungskette der Projektentwicklung im Haus abgebildet. Das würde ich jetzt auch nicht gerade erfreuen, aber wir haben zum Beispiel entschieden, wir brauchen eine eigene Generalplanungsabteilung im Haus. Ja, das heißt, wir machen von der Akquisition über die Planung bis hin Kalkulation, Ausschreibung, Vergabe, bis hin zum Baumanagement machen wir alles intern. Ja, und dadurch hast du natürlich schon eine ganz andere Handhabung, eine ganz andere Möglichkeit, Prozesse, so wie ich sie eben beschrieben habe, zu streamlinen und dann auch zielgerichtet zu optimieren. Jetzt als Pendant, als Planer. Wir haben das Thema nochmal, der Bauherr muss da in der Zusammenarbeit genauso auch, ich sag mal jetzt, liefern bzw. das Spiel mitmachen. Was sagt denn der Planer Martin Murphy zu der, was könnte man bei Roots, was hätte man da noch optimieren können? Oh Gott, da ist wirklich kein Buch. Aber der Gott hilft nicht. Also ich würde lieber sagen, wir haben einfach wirklich neue Territorien gemeinsam entdeckt. Man muss wirklich wahrnehmen, wir haben das bei uns im Büro, Georg, wir haben das als die Fraunhofer-Institut-Projekt genannt, weil es war reine Forschung. Das war reine Pionierarbeit. Da war kein Datensatz, wo wir da wirklich eine Baugenehmigung bekommen können. Die Baugenehmigung, Prüfinstanz war völlig überfordert. Da müssen wir gemeinsam die Fakten. Brand war tatsächlich nicht so das große Thema, wie man so alle denkt. Holzhochhaus, Stahlbetonkern, klar. Aber viel mehr Feuchtigkeit, viel mehr Akustik. Wir bauen ein Wohnhochhaus in der Hafen City. Wir reden hier von über 60 dB. Wenn man wirklich einen schwierigen Ort ausfinden kann, dann bitte Hände hoch. Das ist wahnsinnig komplex. Und damit haben wir wirklich eine große Herausforderung aufgenommen. Ich würde lieber sagen, was eigentlich, weil die Resümee bis zum Ende, da haben wir, glaube ich, der letzte Woche ein gutes Gespräch geführt, Review Preview haben wir das genannt. Was haben wir gelernt? Was werden wir vielleicht nächstes Mal besser machen, anders machen? Das sind viele Themen, wo wir da im Prozess besser machen können. Aber ich will nicht ins Detail oder Digitalwelt jetzt einsteigen. Ich will nur sagen, das Beste, Losung für gute Zusammenarbeit ist wirklich eine menschliche Miteinander. Das klingt ganz offensichtlich easy und einfach, ist es aber nicht. Besonders, wenn man problematische Themen hat, wenn man Budgetthemen hat, das man nie vorher begegnet hat, besonders im Holzbau. Gaber ist wirklich in diesem Kontext ein Bauherr mit Mut. Das braucht man schon mit dieser Projektart. Wenn man etwas zuerst mal macht, dann man begegnet nicht immer so Freude, man begegnet teilweise große Probleme. Insofern, ich würde lieber sagen, zuerst, vielleicht in 6 Monaten gebe ich Ihnen eine Liste, Frau Jensch, aber momentan würde ich sagen, wir haben sehr viele Probleme gelöst und wir nehmen diese Themen in die nächsten Projekte mit ein.
Wer im Publikum ist schon beim Holzbau? Wer hat schon Erfahrung damit? Wieder die Hände heben. Oh, drei? Also die Hand ist jetzt zaghaft hochgenommen. Da, genau. Nochmal alle? Okay, drei, vier, fünf. Wer hat es vor, auf den Holzbau umzusteigen, beziehungsweise es auch zu lernen? Nur einer, das ist zu wenig. Definitiv. Und wir jetzt, okay. Sehr gut. Weil es wird kommen, aber in der Tat, man muss sich diesem Prozess auch widmen und umlernen, oder? Das kann man schon so sagen. Also wir sind einigermaßen euphorisch damals gestartet, weil wir gesagt haben, es gibt ein paar gute Grundlagen. Die TU München hat das Prinzip des Lean Wood, also Leaner Prozess bezogen auf den Holzbau, damals erforscht im weitesten Sinne, hat eine Herangehensweise damals etabliert. De facto ist es so, wenn man ein Projekt wie das Roots eröffnet, dann hat man so viele Imponderabilien, so viele Unwägbarkeiten, dass es nicht immer im System bleiben kann. Und da kommt man genau dahin, was Murph gerade sagte, wenn dann das miteinander funktioniert, und ich glaube, es ist nicht verboten zu sagen, dass es durchaus auch mal Auseinandersetzungen gegeben hat und nicht immer nur einfach lief. Aber wenn es vom grundsätzlichen Mindset her funktioniert, dann ist man eben auch in der Lage, immer wieder zurückzukommen in dem Prozess. Entscheidend ist, alles, was heute formuliert wurde in Bezug auf Lean, frühzeitig miteinander zusammenzuarbeiten, hat immer zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine, wer bindet sich früh? An wen, auf welcher Grundlage? Und dazu muss man die vernünftigen Rahmenbedingungen schaffen und muss Luft ermöglichen in diesem Vertragsprozess, der dann das Atmen jedem Projektbeteiligten in der Projektphase erlaubt. Kommen wir mal auf ein anderes Projekt, nämlich von Alexander Happ, Acidus Development. Alexander selber ist ein sehr erfahrener Projektentwickler, mindestens 25 Jahre schon im Geschäft. 30, aber... Oh, na gut. Vor zwei Jahren, drei Jahren habt ihr euch mit Acidus weiterentwickelt, wenn man das so sagen darf, und setzt komplett auf das Thema nachhaltiges Bauen, und zwar ESG-gerecht. Zwei Projekte, auch mit dem Holzbau. Ein Projekt davon ist ESG-Fonds 9 konform. Nicht beide. Beide, danke. Das eine S, das andere E. Ja, genau. Ja. Kannst du ja gleich nochmal darstellen. Ist eine wirklich besondere Herausforderung, nochmal die Kriterien zu erfüllen. Wie gesagt, eben auch Holzbau, aber auch Bestandssanierung dabei. In dem Zille Campus habt ihr ja doch ein bisschen, in beiden Projekten eigentlich, ne? Auch Bestandssanierung mit drin und ergänzender Neubau. Was sind da die Herausforderungen? Die sind ja nicht wenig auch. Naja, ich gehe auf den Titel unseres Gesprächs hier ein. Was erwartet ein Bauherr, der so etwas macht von der Digitalisierung? Wenn man eine Artikel 9-fähige Immobilie baut, dann ist das sicherlich eine Immobilie, die eine gewisse Quadratmeterzahl erzielen soll, weil der Fonds einen Kapitalwert am Ende wieder haben will. Er braucht eine Lüftungskapazität und muss Temperaturen einhalten, aber vor allen Dingen ist er der Gegenstand eines Reportings. Und Reporting braucht Daten. Und dieses Reporting ist nicht nur, wie hoch ist die Miete, sondern dieses Reporting ist, wie ist die Lebenszyklus-CO2-Darstellung. Und da sind wir echt noch am Anfang, da wissen wir eigentlich nicht genau, wie wir das ermitteln. In der Konstruktion schaffe ich das, aber im Betrieb wird es dann schon schwierig. Nicht nur der Investor braucht dieses Reporting, sondern auch der Mieter. Denn der Mieter reportet gegebenenfalls selber. Wir vermieten nur an nachhaltige Unternehmen. Denen muss ich den Anteil des CO2-Effekts der Fläche bringen. Ich muss die Biodiversität berichten, die Primärenergie sowieso. Und ich muss am Ende erforschen, woher das alles kommt und warum es vielleicht nicht funktioniert. Und wenn wir etwas nicht erreichen, was wir versprochen haben, was wir durch die Planung belegt haben vielleicht, aber was dann ganz anders gebaut wurde. Ich hatte am Freitag so einen Termin, wo der Rohbauer meint, er hat es jetzt anders an Nachunternehmer vergeben. Wir haben vorhin gehört, Nachunternehmergewinne ist das Geschäft des GUs. Und da, ich kann was planen, aber was wird gebaut? Im Holzbau weiß ich das, Gott sei Dank. Also eine Immobilie, die ich als Bauherr verantworte, ist vor allen Dingen, na sagen wir zu 50%, ein Reporting-Gegenstand. Und reporten kann ich nur, wenn ich Daten habe. Ich brauche Daten,
wenn ich heute frage, dann frage ich in einen leeren Raum hinein. Vor allen Dingen BIM und Digitalisierung führt nicht dazu, dass ich die Daten früher habe. Ich brauche sie schon ganz früh. Ich muss schon bei der Genese und der Entscheidung, ob ein Projekt in einen Artikel 9 Fonds passt, wissen, welchen Zielkorridor ich erreiche. Ich bekomme mit BIM die Daten ja eigentlich erst ganz am Ende, die ich wirklich brauche. Weil die Komplexität so sehr steigt, dass mir der Architekt, der noch eine HOI plant, eigentlich sagt, nee, das ist aber erst Leistungsphase 6 oder eben 8 oder wir messen am Ende. Also ich kann es auch nochmal so zuspitzen, wenn ich am Ende den Wert der Immobilie vom Investor bezahlt bekommen möchte, dann habe ich früher ganz zum Schluss bei der Abnahme eine Dokumentation abgegeben, die war Papier. Und heute ist es nicht nur der digitale Zwilling, über den wir hier oft gesprochen haben, uns immer alle fragen, was ist denn der Inhalt dieses Zwillings? Ich brauche ein funktionierendes Reporting, sonst ist es im falschen Vehikel, sonst bekomme ich vielleicht gar kein Geld. Ich bitte darum, das als eine zukünftige Aufgabe am Bau stärker zu beachten. Die Bauindustrie, Baubranche verliert ihre License to operate. Ich komme aus Berlin. Und in Berlin sagt man mir, ich schaffe viel Baurecht, sagt man mir oft, Herr Happ, Bauen ist keine Lösung. Das sagen die Architekten ja mittlerweile auch schon. Und im Bestand liegt dann die Lösung, deswegen war ich vorhin so frotzelnd. Eines unserer Projekte ist zu 40% ein Redevelopment und dann schaffen wir eine klimapositive Wirkung in der Konstruktion. Ich brauche Daten, Daten, Daten. Gehen wir nochmal auf BIM. Im Vorgespräch hattest du ja so schön prägnant gesagt, alle planen in BIM, aber nichts ist drin. Vielleicht das nochmal ein bisschen... Vor allen Dingen nicht früh genug, ja. Ja, aber geh nochmal bitte ein bisschen mehr in die Beispiele rein. Ich bringe das ganz simple Beispiel. Vorhin saß Madasta auf der Bühne, wir sind Madasta Kennedy. Wir wollten sehr früh von Anfang an wissen, werden wir überhaupt eine ausreichende Zirkularitätsquote erreichen. Ja. Ja, über die Hauptbaustoffe, wenn es Beton wäre, kriege ich das ganz schnell hin. Aber ich muss, wenn ich BIM plane im IFC-Modell, ich muss das Material eintragen, nicht nur die Maße im CAD. Ich muss das Material festlegen, ich muss die Maße des Materials festlegen. Ich brauche einen Typ des Materials und ich muss sicherstellen, dass ich eine Datenbank finde, die dann wieder die EPG-Daten dazu bringt. Also die Konnektivität über Datenbanken muss ich eigentlich sofort prüfen, damit ich weiß, wo dieses Gebäude in seiner CO2-Wirkung ankommen wird und im Recycling-Index. Bevor Martin Murphy dazu jetzt was sagen wird als Planer, und dann würde ich gerne aber auch nochmal Tim Sassen dazu fragen, weil das wirklich zwei unterschiedliche Arbeiten sind in BIM, im Publikum wieder bei Ihnen. Wer arbeitet von Ihnen mit BIM? Es ist nämlich mehr als Bauen, das war meine Vermutung. Okay. Das Architekturbüro und BIM. Ihr arbeitet mit BIM. Wo sind da aber die Herausforderungen auch? Und natürlich die Antwort bitte auf Alexander Happ. Also ich habe viele Antworten für Alex. Aus eurer Sicht, ja. Ein paar sind offiziell, ein paar sind unoffiziell, aber wir bleiben bei der offiziellen. Oh. BIM. BIM ist ein Sammelbegriff. Ich glaube, diejenigen, die die Hände hochgehalten haben, weiß ganz genau, wenn jeder redet, ich kaufe ein Box BIM, dann habe ich das alles da drin. Das ist total, sorry, Bullshit. Ich glaube, das wissen Sie alle. Man muss das Ganze im Büro selbst züchten. Da muss man die Leute eigentlich schon bringen, dass das ganze Thema BIM, und es ist vielfältig, wenn ich davon digitales Design, wenn ich von Information Management, wenn ich von Project Delivery, das sind Themen da, wo unsere Industrie, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die letzten 15 Jahre komplett verändert hat. Für 15 Jahre zum Beispiel haben wir mit MicroStation 2D gearbeitet. Ein geiles Programm, hat wirklich für 20 Jahre davor super performt. Wir haben da gemerkt, Moment, wir müssen eigentlich die Zukunft wirklich angreifen. Da hatten wir, was jetzt der Fall ist, von unseren 16 Projekten, mehr als die Hälfte in Holzbau. Einen großen Anteil von Bestand, darf ich sagen. Aber auch, wir hatten da mit 3D nichts am Hut. Holzbau und 3D sind unzertrennlich, das wissen Sie alle. Aber wir hatten damit angefangen, weil wir haben gedacht, da muss jetzt ein neuer Schritt genommen werden. Und wir haben mit Revit, Autodesk haben wir gewählt, ein super, super Programm. Damit das ganze Thema mit Enscape, das hat unsere komplette Art zu denken und zu entwerfen komplett verändert.
und dann in das ganze Austausch mit anderen Büros. Wir suchen, wenn wir mit dem Bauherr arbeiten, schlagen gemeinsam vor, Haustechniker und Statiker, das ist so ein Closed Source, das alles idealerweise mit Revit arbeitet. Das hat mit Effizienz zu tun, das hat mit Controller und die ganze Information Highway, dass wir da zum Beispiel mit BinCoLab arbeitet, also Kollisionenplanung, das ist alle Keywords, wie wir eigentlich in das Prozess verbessert haben und komplett verändert haben. Ich kann nur sagen, als Beispiel, für 15 Jahre, wenn wir angefangen haben, langsam Revit im Büro reinzubringen, hatten wir fast eine Molterei, also mehr oder weniger 50 Mitarbeiter haben wir im Büro. Das war wirklich, also unglaublich schlecht. Jetzt habe ich schon, schätze ich mal, gut 25 von den Leuten von der Zeit. Und wenn ich dann ein Projekt habe, wo das eine Erweiterung so ein Projekt ist, in MicroStation gebaut ist, da geht keine Hände hoch. Da will keiner mit diesem Programm mit zu tun haben. Die sind alle verliebt in eine 3D-Welt. Was das für eine Präzision, was für eine Effizienz uns bringt und was am Ende tatsächlich einen Spaß daraus macht. Also ich kann nur wirklich ein Plädoyer für, wie so das Digitale hat uns nicht in unserer Kreativität, nicht in irgendeiner Art und Weise begrenzt. Ganz und gar nichts. Wir haben mehr Zeit für Kreativität. Das ist der Unterschied. Aber wie stellst du sicher, dass das, was aus deinem Revit mit allen Fachplanerteams rauskommt, am Ende auch gebaut wird? Es ist nichts anderes als wie in MicroStation 2D. Ich verstehe die Frage nicht. Der Bauherr oder der Bauleiter entscheidet auf der Baustelle etwas hands-on. Fließen die Daten zurück in dein Modell? Ich muss es am Ende komplett übergeben können. Diese ja, Informationen gibt's. Ich gebe dir ein Beispiel, Georg, neben dir. Wir haben. Holzbau geht das. Bitte? Holzbau geht das. Nee, es geht. Ich sage mal ein Beispiel. Roots. Da mussten wir schon eine komplette 3D. Welches Beispiel? Roots. Roots, okay. Sorry, können Sie mir hören? Also da mussten wir eine komplette 3D-Satz geben zu die Holzbauer. Also da sind alle Informationen da drin. Wir reden ja zuerst von Holzbau. In konventionellen Bau, die gleiche Prinzipien muss eigentlich genauso passieren. Das aber in Holzbau haben wir eine fertige Modell und alle Themen sind da drin. Da ist nichts, das für uns auf die Baustelle, darf ich sagen, ist herzlich wenig zu tun gegenüber einem konventionellen Bauprozess. Aber bei diesem Projekt haben wir schon sehr viel gelernt, wie wir damit das in konventionellen Bau mit transferieren. Georg? Zwei Dinge oder eigentlich drei dazu. Das eine, was ich bemerkenswert finde, dass ihr im nächsten Schritt dabei seid, im Büro CO2-Bilanzierung an das BIM-Modell selber dran zu arbeiten. Also eine der Projektleiterinnen macht das, glaube ich, gerade bei euch, dass ihr mit der ÖkobauDAT verknüpft und versucht, dann tatsächlich eine sechste Dimension, nicht nur Zeit, nicht nur Kosten, sondern eben auch CO2-Bilanzierung mitzurechnen. Was ich sagen wollte und was nochmal ansetzt bei dem Miteinander, das man finden muss. Die Arbeit mit BIM ist in Bezug auf das Gespräch Architekt-Bauherr eine total andere. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ich eine Veränderung im Level of Detail, im Level of Information mache, das ist extrem schwierig. Und da fehlt meiner Meinung nach, das war ein Lernprozess in den letzten 6 Jahren Planung, die wir gemeinsam neben allen anderen Herausforderungen erledigt haben. Da fehlt tatsächlich das frühzeitige Miteinander reden. In Anführungsstrichen, wir sind jetzt so fix mit dem digitalen Zwilling, dass es komplizierter ist, den im Büro zu ändern, als es hinterher auf der Baustelle abzubrechen oder wegzusägen beim Holz. Das ist ein Punkt, wo Zusammenarbeit auf neue eine neue Gesprächsebene gestellt werden muss. So, die Themen sind bei der Bestandssanierung bei Tim Sassen etwas anders. Und du lächelst auch schon. Ja, die theoretische Welt ist ja in der Praxis dann manchmal dann wirklich radikal anders. Ja. Wir haben ja gerade schon angesetzt, was machen wir im Bestand? Wir machen ein 3D-Aufmaß, um einen digitalen Zwilling erstmal zu haben. Und wenn das dann gut gemacht ist und dann quasi intelligent vom Fachplaner auch übertragen wird, ja, dass wir sagen, okay, wir geben diesen Bauteilen und dieser Punktwalke auch noch eine Eigenschaft, diese Attributierung, dass man sagen, okay, das ist eine Wand, die ist so und so aufgebaut und die hat die und die Materialität. Plus nochmal das Thema Zirkularität mit anzugeben und noch den CO2-Emissionsfaktor darauf zu legen. Dann habe ich ja es geschafft, im Bestand ein 3D-Modell nachher zu haben, das besser ist als jedes BIM-3D-Modell im Neubau.
weil ich ja da tatsächlich den Bestand abbilde, was gebaut ist. Ich muss natürlich danach bei jeder Revitalisierung das auch nachhalten. Aber ein enormer Vorteil. Die Herausforderung, die wir haben, ist gar nicht den Bestand aufzumessen, sondern das zu tracken, was hinzukommt. Ja, ich erinnere mich sehr gut daran, ich hatte ein Fachgespräch mit einem großen deutschen Fensterfassadenhersteller. Ich sage, ich kaufe ja gerne Ihre Fenster, aber sagen Sie mir da verdammt nochmal, wie viel CO2 darin steckt. Und das konnte er mir nicht beantworten. Ja, weil wir wollen ja genau wissen, wie viel bauen wir dann an CO2 wieder hinein. Und wir müssen es ja auch tracken, reporten, nachher in der EU-Taxonomie zu schauen, okay, sind wir denn besser als vorher und wenn ja, wie viel? Und diese Berechnung können wir dann machen, wenn wir ein 3D-Modell haben, ja, Haken dran. Aber vor allem zu wissen, auch von der Bauindustrie, von den Materialherstellern, intelligente Informationen zu ihren Produkten zu bekommen. Wenn wir sie dann verknüpfen mit unserem 3D-Modell, muss diese Information da sein. Und das vermisse ich sehr, sehr stark und ich weiß nicht, ob es hier auf dem Construction Summit diskutiert wird, aber Lösung, Tools zu haben, den kompletten Supply Chain eines Bauproduktes für uns als Bauherren, als Projektentwickler darstellen zu können. Ja? Das wäre eine große Herausforderung, die wir alle brauchen als Bauherren. Gibt es hier eine Lösung für ein Publikum? Noch nicht. Kein PropTech. Und das Zweite, kann ich Ihnen auch nochmal mitgeben gerne. Das sind alles Detaillösungen. Wir sitzen über die Details, ja, die wir dann zusammen. Ich hoffe, ich schreibe ein paar mit fürs nächste Jahr. Und das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist, ich höre hier viel zu wenig CO2. CO2 ist für mich nicht die sechste Dimension, sondern für mich ist das schon die zweite Dimension. Ja, wir sollten aufhören, über Euros zu reden und immer wieder ergänzen, es geht hier vor allem um CO2. Euros werden zu CO2 und CO2 wird zu Euros. Wir werden das ganz schnell merken. Und wir müssen unsere Bauprodukte nicht nur mit Euros bepreisen, sondern müssen überall ein CO2-Ticket drankleben. Wir haben ganz, ganz simpel machen. Der Blumenhändler, der zukünftig einem DAX 40 Unternehmen seine Blumen in den Empfang stellt, der muss sagen, wie viel CO2 dieser Blumenstrauß hat. Sonst kann der eigentlich nicht mehr liefern, denn das DAX 40 Unternehmen wird das Gesamt-CO2-Impact reporten müssen. In der Tat, klingt das absurd? Ist es nicht. Naja, die Blumen vielleicht erstmal, das kommt dann noch, aber wir haben auf jeden Fall über die Taxonomie und über die Finanzierung, du kannst es selber nochmal sagen, deine Gespräche mit der Bank, es kommt sehr, sehr, sehr mit aller Wucht sogar oder mit Wumms, wie der Kanzler ja so schön sagt, es kommt, dass sie es darstellen müssen und im Zweifelsfall auch für die Bestandsimmobilien eine Abwertung haben wollen. Willst du es einmal kurz darstellen? Naja, die führenden Berliner Banken haben diskutiert und entschieden, dass sie Bestand, der nicht taxonomiekonform ist, es ging um Wohnungsbau, 600 bis 800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in Summe abwerten werden. Das führt dann zu Refinanzierungsanforderungen. Da wollen die Banken jetzt ja hin bei gestiegenem Zins. Und das ist auch noch ein zweiter Effekt. Aber das beschreibt, dass CO2 und Finanzierung heute absolut zusammenhängen. Ja. Und ich bekomme keine Finanzierung mehr, wenn ich habe es über den Artikel 9 Fonds beschrieben, aber schon eine ganz triviale Finanzierung wird zukünftig schwerer zu bekommen sein. In Holland ist es schon so, das wissen alle Banker und sie diskutieren es, wann sie es hier tun. Die Transformationsindustrie sind nicht wir oder wir, die bauen. Die Transformationsindustrie ist die Finanzwirtschaft, die wird uns zwingen. Und dann sehr gerne. Wollen Sie sich einmal ganz kurz mit dem Namen vorstellen und haben Sie ein Mikrofon, was wir ihr geben können, damit alle Sie hören? Hallo, mein Name ist Felicia Stolfig. Ich bin von EDAG aus der Autoindustrie. Ja, perfekt. Ich hoffe, ich kann mit einem Insight aus der Autoindustrie hier auch dienlich werden. Bei uns ist es so, dass es aktuell tatsächlich schon vergabeentscheidend ist, vom Autohersteller an die Zuliefererindustrie, wer am Schluss die Türverkleidung herstellen und liefern darf. Und das sind dann die Unternehmen, die tatsächlich nachweisen können, dass sie ab 2030 CO2-neutral sind in der Produktion, in ihrem Produkt. Und bei uns ist es so, dass Materialien komplett zertifiziert werden müssen. Die gehen durch einen großen Testing-Prozess, damit man dann auch wirklich sagen kann, dieser Stoff, der in dem Sitz verbaut wird, hat einen bestimmten nachhaltigen Score. Und da gibt es auch neue Zertifizierungen. Und da würde mich halt interessieren, wer in der Baubranche kämpft dafür, dass das auch transparent gemacht wird. Naja, wir haben ein bisschen das Problem, dass die Bauindustrie noch nicht diese Daten... Kann ich vielleicht direkt darauf antworten. Also die Automobilindustrie ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil sie teilweise in der Hinsicht erstaunlicherweise Vorreiter ist. Aber ich kann Ihnen sagen, wir brauchten zwei neue Poolwagen vor ungefähr 3 Jahren, haben wir die bestellt. Und die Herausforderung war, einen Anbieter zu finden, der uns sagt, wie viel CO2 in diesem Auto drinsteckt. Und es gab nur einen.
Und das ist eine schwedische Firma gewesen. Und wir haben dort bestellt, weil die deutsche Automobilindustrie es auch nicht geschafft hatte, uns klarzulegen, wie viel CO2 die Herstellung dieses Autos gekostet hat. Mittlerweile vielleicht schon, hoffentlich, ne? Naja, gut. Man muss sagen, ich bin aus der Entwicklung. Das heißt, wir sind so ungefähr 5 Jahre vor Start of Production. Das kommt leider erst noch, ja. Aber ich habe Sie so verstanden, dass die Zulieferer schon die Daten liefern, die CO2-Daten, dass das jetzt schon Pflicht ist und sogar Zertifizierung dafür da sind. Genau, die müssen das dann eben zum Serienstart nachweisen und da herrscht gerade absolute Panik, weil sie müssen irgendwelche Nachweise liefern, sind aber selbst nicht qualifiziert oft, das selbst zu bewerten, müssen dann externe Firmen tatsächlich beauftragen und das ist gerade eine Spirale, die sehr viel Unruhe reinbringt. Das haben wir aber bei uns in der Branche auch. Und wir so ein bisschen planlos, ja. Na, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich finde, die Bauindustrie, also die Bauteilhersteller, Anbieter, die müssen deutlich mehr verpflichtet werden, dass sie diese Daten auch liefern können. Weil ich glaube nicht, dass die automatisch beim Besteller alle da sind. Einmal nochmal die Frage an Stefan Dallmanns auch. Ja, dazu? Ich wollte da gerade kurz mal ansetzen, weil ich glaube, den Vergleich mit der Automobilindustrie, den ziehe ich natürlich auch mal sehr, sehr gerne, ne? Weil er natürlich im Hinblick auf die Standardisierung von Produkt und Prozess ein Paradebeispiel ist. Ja? Zeigst ein Bild von einer Fließbandfertigung im Produktionswerk, ja, dann kannst du sehr gut Analogien herstellen. Ich glaube, wir haben aber einen entscheidenden Unterschied. Ne? In der Automobilindustrie haben wir in der Regel ein Produkt, eine Produktserie vielleicht, aber ein Produkt, ja, was standardisiert ist und was dann multipliziert wird. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Gros der deutschen Baustellen aussieht, dann ist das was völlig anderes. Und da geht es nicht nur so sehr darum, dass wir nicht nur standardisierte Produkte haben, also Projekte haben. Ja, das haben wir natürlich auch, ganz viele Prototypen in der Planung. Aber die Bauweisen differenzieren total. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was du eben angemerkt hast. Ja, mir fällt es total schwer, am Ende dann nochmal wirklich zu wissen, was ist denn jetzt verbaut worden? Das ist eine Detailfrage, weil es vielleicht auch eine Hands-on-Entscheidung gibt auf der Baustelle. Ja. Aber auf der anderen Seite sind aber auch die Produktionsweisen natürlich ehrlicherweise haarsträubend. Ja. Wenn wir zeitgleich über Effizienz, Transparenz, Informationsgehalt sprechen. Und deswegen glaube ich schon, dass der Vergleich da so ein bisschen hinkt und dass die Aufgabenstellung an die Bauindustrie, ans Bauen, was das Thema Transparenz angeht, eine ungleich größere ist. Ja. Ja. Und wir haben es gerade eben gesagt, es fiel gerade 2 oder 3 Mal der Hinweis, naja, im Holzbau geht das. Ja, warum? Weil es standardisierter ist, weil es systematischer ist, weil es durch die Konstruktionsweise, Planweise, Bauweise transparenter ist. Ne? Und ich glaube, ein Holzhaus braucht auch Fenster, es braucht Bodenbeläge. Klar, ich vergleiche jetzt die Rohbaukonstruktion. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das zeigt ganz schön, in welchem Spannungsfeld wir uns da bewegen. Aber es ist genau dieses systematische Herangehen an den Neubau des Holzbaus, der das, was ohnehin kompliziert ist, erleichtert. Über die Qualitätssicherung im Werk, über die Qualitätssicherung auf der Baustelle könnte ich dann auch das Problem lösen, Alex, das du hattest, dass du sagst, wer kann denn wirklich auch bestätigen, dass die Mineralwolle eingebaut worden ist, die zur Rauchdichtigkeit eingebaut werden musste, oder dass die Füllung im Werk so hergestellt worden ist, wie es tatsächlich ist. Viel spannender ist die Frage, wie gelingt es uns, das, was wir im Werk eliminieren können, nämlich das Wetter, die schlechte Stimmung unter den Leuten ein Stück weit, weil sie haben alle die gleiche Temperatur und haben alle eine vernünftige Arbeitszeit. Wie können wir das auf den Baustellen eliminieren, die sich ausschließlich mit dem Bestand beschäftigen müssen, dürfen? Wo nämlich es regnet, wo es manchmal friert, wo es vielleicht 3 Tage hintereinander arschkalt ist. Wie kriegt man dort diese Standardisierung hin, die Finanzindustrie letztendlich vom Produkt erwartet? Das, finde ich, ist eine spannende Aufgabe, die ihr ja jeden Tag lösen müsst. Naja, das ist ja nicht nur beim Bestand so, ne? Mit den Attributen, die du gerade genannt hast. Das ist ja auch beim normalen Neubau so. Aber einmal für den Bestand, Tim? Ja, ich glaube, wir sollten nicht das Thema... Die Investoren brauchen nicht Standardisierung, die Investoren brauchen Transparenz, die wir liefern müssen als Bauherr. Und die Messbarkeit, das können wir durch Standardisierung halt hinbekommen, das ist eher dann planbar, aber was wir meinen ja eher ist die Transparenz über dem, was drinsteckt. Ein Knopf in einem Auto, der wird 1 Million Mal gebaut und reingestellt, der ist standardisiert. Aber genauso ist ein Brandschott in einem Gebäude auch etwas, was transparent dargestellt werden muss und was nachher eine CO2-Bilanz mit einführt. Das ist individuell, ja, aber wir brauchen vor allem Transparenz.
So, da komme ich jetzt mal auf das Reizthema. Stefan Dallmanns hat im Vorgespräch auch so schön gesagt, brauchen wir eigentlich zukünftig diese Manufaktur, dass immer auf dem weißen Blatt das Gebäude neu erfunden, also neu gezeichnet, geplant werden muss. Das ist natürlich für eine Prozessoptimierung ein richtiger Ansatz, aber vielleicht willst du, Stefan, das nochmal ganz kurz darstellen und dann würde ich aber das Pendant gerne doch nochmal vom Architekten hören, weil ich glaube, es muss einen Weg dorthin auch geben. Ja, ich will jetzt nicht sofort die Spannung aus der Frage nehmen, ne? Aber mit meiner Antwort. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ne? Ich glaube, es gibt in Zukunft ein sowohl als auch. Ne? Ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass wir im städtischen Kontext, wenn wir unsere Städte weiterbauen, auch weiterhin einen großen Teil an Individualplanung, Prototypenplanung, individuellen Produktionsweisen, Gebäuden, Projekten haben werden. Das ist völlig unstrittig. Ne? Ich glaube, es ist immer eine Frage der Bauaufgabe und der Zielsetzung. Ne? Ich komme oder beschäftige mich mit der Fragestellung, wie kann ich bezahlbaren Wohnraum generieren? Nicht nur geförderten, aber auch geförderten Wohnungsbau, aber auch preisgedämpften Wohnungsbau und niedrig definierten, freifinanzierten Wohnungsbau. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir diese Aufgabe lösen müssen, wollen, dann müssen wir uns von etablierten Standards auch lösen. Und ein Stück weit liegt der einfach auch in der Standardisierung, wie gesagt, von Produkt, von Produktion und den Prozessen. Das ist aus meiner Sicht unumgänglich. Die Frage, was verstehen wir unter Standardisierung, ist ja eine entscheidende. Ne? Wenn ich über Standardisierung spreche im Jahr 2023, dann rede ich nicht vom Plattenbau 2.0 oder 3.0 oder 4.0. Darf es ja gar nicht. Das ist für mich eine Frage der Wahl der Standardisierungsebene. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, ne? Aber ich glaube auch, dass wir sagen müssen, uns eingestehen müssen, dass die Standardisierung im Sinne von Raummodulen ja, durchaus an ihre Grenzen stößt. Ich glaube, es gibt Assetklassen, Studentenhotels, Microapartments, Budgethotels. Ja, da funktioniert das hervorragend und vermutlich kriege ich sogar über eine Standardisierung dieser Realität in der Frage, in der Fassade vielleicht sogar eine irgendwie ansprechende Architekturensprache hin. Aber wenn ich in den herkömmlichen, konventionellen Wohnungsbau gehe, ne, mit einem kleinteiligen Wohnungsmix, dann fliege ich ganz, ganz schnell aus der Kurve mit dieser Art der Konstruktion. Und deswegen glaube ich, ist da vielleicht eher die Standardisierungsebene eher das Bauelement, also die Wand, die Decke. Ja. Ja, und dann habe ich vielleicht eine Standardisierungsebene gewählt, wo ich sowohl die Vorteile einer Standardisierung, einer Optimierung, einer industriellen Vorfertigung nutzen kann, aber zeitgleich genug Varianz habe, um auf unterschiedliche städtebauliche Einbausituationen etc. reagieren zu können. Ich glaube, darum geht's. Bleiben wir aber beim Wohnungsbau. Und was sagt jetzt der Star-Architekt dazu? Ich hasse den Begriff Star-Architekt. Echt? Ja, ja. Ja, okay. Die gehören in Hollywood oder im Himmel, aber nicht auf diese Bühne. Ja, ich hatte diese Diskussion mit den Graft-Architekten, weil die ja immer Brad Pitt-Architekten genannt haben. Oh, und das mögen die so gar nicht. Das mögen die sehr gerne, aber ich nicht. Ich wollte nur ganz kurz zum Standardisierung für Wohnungsthema. Ich finde, genau was du am Ende gesagt hast, Stefan, diese Thema, dass ein Gebäude muss seine sozusagen Charakter haben, das muss seine Kreativität haben, aber das muss sinnvoll in seine sozusagen Wiederholungstätigkeit in Fassade zum Beispiel. Wir haben, deswegen komme ich da drauf, der Begriff Fassade, wir haben in, das glaube ich war 99, ein Gebäude für die DKV in Köln konzipiert. Zwei Linie-Elementen, beide um die 150 Meter lang. Das war eine neue Verwaltungsgebäude. Und damit haben wir drei Fassadenfensterelementen für das gesamte Komplex. Wenn Sie da auf unserer Website diese Gebäude anguckt, das sieht wie eine Musikblatt aus. Das hat so viele Reichheit in der Fassade, aber trotzdem nur drei Elementen, die wiederholen sich. Ein löscht die anderen nicht aus. Standardisierung, Höchqualität, weil alle diese Elemente waren in einer Fabrik gebaut, ähnlich wie Rupner in unserer Holzbau. Das war konventionell Bauweise. Trotzdem, da ist eine tolle Sprache in der Architektur. Der Freiheit, die Städtebau lässt sich atmen. Ein streicht die anderen nicht aus. Keiner hat hier recht. Das geht um eigentlich eine vernünftige Symbiosis und Lernen von den anderen und nicht
Luftschlösser von Detaillierungsmiserie zu entwerfen und entwickeln. Da muss man schon klar mit dem Bauherr diskutieren, was wollen wir hier gemeinsam schaffen. Ja. Und das ist das A und O eigentlich. Dann schafft man eigentlich so eine Sprache, schafft man eigentlich eine Zielsetzung und dann kommt man eigentlich auf diese okay, Budget zum Beispiel, was haben wir? Was wollen wir hier gemeinsam? Gut, ich kann mal weiter, aber bitte. Wie siehst du die Praxis, Alexander? Naja, Autobau, den Vergleich hatten wir. Wenn Sie ein Auto kaufen, kriegen Sie ein perfektes Produkt, theoretisch. Und wenn Sie eine Wohnung kaufen, ist es 10-mal so teuer. Und wie viel mehr perfekt? Wir bauen leider immer Prototypen. Und auch die teilweise Standardisierung wird das nicht lösen. Wir sprechen viel mit PropTechs. PropTechs setzen auf Skalierbarkeit. Dahinter ist schnell die Idee der Wiederholbarkeit. Jede Immobilie, auch wenn sie teilstandardisiert ist, bleibt ein Prototyp. Also wir scheitern leider immer wieder an, hier ist es jetzt doch anders. Und jetzt brauche ich noch diese Idee und jene Individualisierung. Und der Bauherr entscheidet sich spät. Denken wir an die, wer hat es gesehen heute Morgen, die Elbtower-Präsentation? Ich bin da, ich wollte unbedingt pünktlich sein. Ich dachte, ich lerne, wie man klimaneutral baut. Also das, was ich da gelesen habe, Sie haben eine schöne Frage dazu gestellt. Die Digitalisierung, die da gezeigt wurde, kann das nicht lösen, die Klimaneutralität. Das ist dann Greenwashing. Ui. Das ist schade, weil dann kann man es nicht durchhalten und dann ist es kein echtes Finanz- oder CO2-Produkt. Also was meinst du denn? Das soll alles irgendwie gleich aussehen? Oder? Nein. Das verstehe ich. Nein, es ist ein Bauen bleibt Prototyp-Denken. Ja, aber dann was ist die Ergebnis? Was ist die konsequent, die Stadt, die Zukunft? Wie sieht das denn aus, wenn wir reden nicht um Prototyp, wir reden um eine systematische Gleichstellung der Architektur und Städtebau? Dass wir Daten brauchen. Das kann ich jetzt immer noch wiederholen. Und Daten. Ich freue mich auf, wie eine Stadt mit Daten aussieht. Also Alex, das wird geil aussehen. So, die beiden kennen sich schon länger. Ich mache das nochmal anders. Alexander, das ist eine Frage, die du mir noch stellen wolltest. Wir haben jetzt noch genau nichts mehr. Wir haben Schluss jetzt eigentlich. Sie haben ja jetzt Pause, Sie können also noch sitzen bleiben. Wir reden über zwei Ebenen. Du bist in der Daten, in der Prozess und du bist in der Baukultur, in der Architektur, völlig klar. Ganz unterschiedliche Aspekte, aber Alexander meinte ja nicht, dass wir jetzt Schließfächer bauen werden. Genau, wenn ich mir also etwas erträumen darf an Digitalisierung, dann erinnere ich mich an so ein Erweckungserlebnis im Büro von Norman Foster. Star-Architekt haben wir jetzt doch nochmal erwähnt. Die Diskussion war toll und er zeigte die Bildschirme neben seinem runden Tisch dort und die haben nicht geplant. Die haben eine Werkstatt, die machen Holzmodelle und sie drehen Filme. Was bringen Sie? Filme? Die drehen Filme. Ja. Die Architektur wird nach dem Film beurteilt. Das wäre für mich ein Traum, weil dann kann ich sofort vermieten, ich kann sofort verkaufen. Ich finde einen Investor, ich finde einen Einzelerwerber, weil ich ein perfektes Produkt in einer Filmdarstellung habe und vielleicht auch noch in Holz anfassbar mit einer tollen Haptik. Und dann fängt aber die Schwierigkeit an. Das muss dann jemand planen. Er muss es in der Digitalisierung durchstanzen, damit ich am Ende gebaut auch genau das bekomme, was ich dort im Film sehe. Und die bauen Flughäfen. Und ein Flughafen ist in Sicht des Betriebes, werden wir alle sagen, eines der anspruchsvollsten Immobilien, die wir uns vorstellen können. Also dort ist die Digitalisierung ganz bestimmt 130% erfüllt. Leider baue ich keine Flughäfen, aber wenn ich an Digitalisierung denke, dann sage ich sofort, ich fange jetzt an und wechsle. Bevor wir auf die Schlussrunde kommen, nochmal. Also ganz kurz, ja. Sie haben gerade gesagt, Alex redet über Daten und über Systematik und ich rede über Baukultur. Nein, Baukultur braucht Daten und Systematik. Ich sage nochmal, eine kann nicht ohne die andere in die Zukunftszeit innovativ und funktionieren. Da ist kein Schnittlinie. Wir haben manchmal eine rhetorische Unterschiede, wie wir die Sachen ausdrucken, aber beide müssen in die Zukunft weiterentwickeln und zusammenleben. Da ist nicht das oder das. Das wollte ich nur sagen. Ich will doch nur, dass das, was in deinem Hirn ist, digital im Modell zu sehen ist. Und da seid ihr zu wenig bezahlt oder zu faul oder zu komplex ist das Ganze? Also ganz ehrlich, was in dein Gehirn ist, wir besprechen das später. Also. Aber was ist denn bei Ihnen noch vielleicht an Fragestellungen in den Köpfen, was Sie jetzt noch bewegt und vielleicht diese Experten fragen möchten? Haben Sie noch eine Frage? Sie lächeln so ab und zu mal, fühlen sich offensichtlich erinnert. Ich gucke Sie tatsächlich an. Ja, haben Sie noch eine Frage? Oder vielleicht eine Bemerkung und ein... Ja.
kommt. Also, ich fand das jetzt eine ganz hervorragende Diskussion mit tollen Beiträgen, die aber die Thematik, in der wir stecken, ganz gut beschrieben hat. Also wir brauchen auf der einen Seite die Daten, Daten, Daten. Wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen natürlich auch die Systematisierung. Und aus meinem eigenen Erleben heraus kann ich auch sagen, aus dem Holzbau heraus lässt sich das natürlich doch leichter herstellen und leichter realisieren als jetzt aus der klassischen Rohbaudenke heraus. Insbesondere, weil die Vorfertigung eben bei einem Holzbautragwerk, von dem reden wir jetzt ja mal, wesentlich tiefer ist als jetzt klassisch auf der Baustelle. Das hören wir gerne. Sie müssten vielleicht noch mal ganz kurz Ihren Namen sagen und wo Sie herkommen. Ja, mein Name ist Friedrich Lang, ich komme von der Firma Züblin in Stuttgart und bin Bereichsleiter im technischen Dienst. Und Züblin Timber gibt es ja auch, daher wissen Sie das auch. Gibt es weitere Bemerkungen oder Fragen? Und ansonsten müssen unsere hervorragend. Gibt heute einen sportlichen Zusatz. Wenn ich zu der Anmerkung vielleicht von Ihnen gerade ganz kurz noch was sagen darf. Den Holzbau so hervorzuheben, das ist einerseits richtig, man muss aber andererseits ganz realistisch sagen, ich kenne das eben aus 6 Jahren Planungszeit, wo der Holzbau heute steht, war er 2016 bei weitem nicht. Ja. Und im Umkehrschluss, das, was sich dort verändert hat, die Art, wie man mit dem Holzbauer zusammenarbeitet, als Bauherr, als Planer, das muss sich in genau dem gleichen Maße ändern, wie es Tim Sassen mit seiner Idee des Bauen nur im Bestand macht. Denn letztendlich ist es sogar besser. Das Bauen im Bestand ermöglicht es einem, auf einer perfekten Grundlage zu starten. Das Bauen mit Holz ist eine theoretische Grundlage, nicht mehr, nicht weniger. Also das gleiche Mindset, wie es bei den Holzbauern sich verändert hat. Und dazu könnte ich Abend füllen mit 2 Flaschen Rotwein was erzählen. Die gleiche Änderung im Mindset muss es auch im konventionellen Bauen bezogen auf den Bestand geben. Und dort liegt, deswegen glaube ich, seid ihr da so aktiv, das mindestens genauso große Potenzial. 3 der Herren sind auch in der Koalition Holzbau engagiert, sehr intensiv sogar engagiert. So, jetzt Sie, aber bitte einmal kurz noch vorstellen. Ja, Karl-Oliver Rittner von der Firma Perspective. Ich komme so ein bisschen aus der Sonne, deswegen musste ich, glaube ich, auch schnell mit Sie mich sehen. Ich habe eine Frage zu dieser ESG-Thematik CO2. Herr Sassen, ich finde es gut, dass Sie sagen, CO2 wird mindestens, wenn nicht sogar genauso wichtig wie sozusagen das, was an Geld hin rauskommt. Wie erleben Sie die Banken und also wissen die, was sie konkret an ESG-Kriterien haben müssen, damit der Kredit vergeben wird? Sind die da auch noch so ein bisschen, ich sag mal, nebulöser unterwegs? Und das Zweite, wenn Sie mit dem Fensterbauer unterwegs sind und sagt, ich kann Ihnen die Daten beileibe überhaupt gar nicht liefern, wie bringen Sie dieses Unternehmen dazu, dass Sie die Daten bekommen? Weil im Endeffekt löst das ja das Problem nicht, wenn er sagt, ich kann es nicht. Ich frage deswegen, weil wir mit einer Bank unterwegs sind, im Rahmen der Kreditvergabe die ESG-Themen sozusagen umzusetzen. Und das sind ja Stellschrauben, die man dreht, also nicht immer das große und ganze Rad drehen. Und ich habe dort meine eigene Erfahrung gemacht, deswegen wäre es spannend mal zu wissen, ob Sie dieselben Erfahrungen gemacht haben. Also unsere Erfahrung bei den Banken ist, dass es tatsächlich noch ein Flickenteppich ist. Es ist sehr, sehr unterschiedlich gelöst. Was aber gemacht wird, ist ja, dass man die Vorgaben auf EU-Ebene aus der EU-Taxonomie, dass man die versucht herunterzubrechen. Nicht nur auf der Bankenseite, auf der FK-Seite, sondern natürlich auch auf der Investorenseite, dass man sich sehr, sehr stark daran orientiert. Ob das gut gemacht ist, die EU-Taxonomie oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber man versucht sich ja daran erstmal zu orientieren. Das machen wir am Ende des Tages als Projektentwickler ja genauso. Wir wollen natürlich auch durchschauen, wie sind die Anforderungen aus der Finanzindustrie und aus dem Investmentbereich. Und da ist die EU-Taxonomie momentan so der Taktgeber. Und die Informationen, die die EU-Taxonomie fordert, ja, wenn Sie das hier richtig herunterbrechen und operationalisieren, dann sind Sie ganz schnell beim Zirkularitätsthema, beim CO2-Thema. Und wenn Sie vor einer Woche die Zeitung gelesen haben, da haben Sie mitbekommen, dass nicht ein einziges Gebäude die Zirkularitätsanforderungen der Taxonomie erfüllt. Ja, warum denn? Ja, dann sagt man ja, okay, wir haben diese Baustoffe gar nicht. Wir haben nur diese Baustoffe gar nicht. Wir haben die Informationen zu diesen Baustoffen ja gar nicht. Und wenn Sie jetzt dieses Beispiel oder die zweite Frage zu beantworten, wie macht man jetzt mit dem Fensterhersteller weiter?
Ja, wir sind ja die Abnehmer. Investoren, Projektentwickler nehmen Bauprodukte ab, indem sie einen GU beauftragen, einen Architekten beauftragen, mach mal eine Ausschreibung und bitte besorg mir Produkte, die folgende Anforderungen haben. Momentan ist der Preis ganz oben, vielleicht noch Optik dazu und fertig. Die aber bitte eine CO2-Bilanz dabei fügen und einen Zirkularitätsindex noch dabei fügen und nochmal einen Supply-Chain-Nachweis, wo kommt denn eigentlich das Kautschuk aus der Gummidichtung her. So, und wenn wir das fordern, dann wird sich die Industrie automatisch umstellen. Ja, und die Industrie hat schon Produktreihen gebildet, die das erfüllen. Die sind meistens nur leider entweder teurer oder nicht verfügbar. Aber da muss der Druck von uns Abnehmern herkommen. Ich sage immer, es ist wie mit der Pelzindustrie. Der, der den Pelz kauft, der bestellt, der ist dafür verantwortlich, dass schlechte Produkte produziert werden. Und wenn wir weiterhin schlechte Produkte abfordern, werden die auch weiter produzieren. Also müssen wir den Takt vorgeben als Eigentümer, als Investoren, als Bauherren. Okay, wir haben jetzt, ja, wir machen trotzdem noch mal eine ganz kurze Schlussrunde. Wir sind ein bisschen jetzt drüber, ich hoffe, Sie verzeihen das. Das Thema ist ja, was erwarten wir von den Baupartnern? Und damit sind alle mit gemeint. Und dann würde ich gerne wirklich von jedem jetzt ein praktisches Beispiel haben wollen. Da geht es jetzt nicht darum, wir wollen alle gut zusammenarbeiten, sondern es ist ein praktisches Beispiel, was wird von den Baupartnern erwartet noch? Für die nächsten 2 Jahre, ich will gar nicht bis auf 5 Jahre gehen, schneller. So, Martin Murphy, wir fangen rechts an. Keine Ahnung? Doch. Also vom Bauherrn auch wieder. Oder eben auch vom Lieferanten. Es kann auch im BIM sein. Ja, vom Bauherrn ein aktiver, ehrliches, leidenschaftliches Dialog. Punkt. Oh, na gut. Also reden miteinander. Das können wir. Das wollen wir doch immer. Das wollte ich eigentlich gerade nicht hören als Beispiel. Gut, Stefan Dahlmanns. Ja, schwierige Frage, um die mit einem Satz zu beantworten. Ne? Manchmal gibt es doch ein so ein zündelndes Thema, was immer wieder auftaucht und man denkt, na, Mensch, das müssen wir ja, aber ich mal glaube, lösen. Es gibt einen ganzen Sack voller zündender Themen. Okay. Ne? Also ich glaube, was uns allen gut tun würde, und das ist das, was wir auch versuchen, und auch eigentlich die wesentliche Motivation, weshalb wir auch ein neues Unternehmen aufgesetzt haben, ist, dass wir alle Beteiligten dazu animieren, über den Tellerrand zu schauen und sie auch zu motivieren, ne? Und die Interessen gleichzuschalten. Und wie gesagt, das war die Motivation, ein eigenes Unternehmen aufzusetzen, was immerhin mittlerweile auch 50 Mann hat. Ja. Ja, und diese Stimmung, gerade in diesen Zeiten, ne? Also ich glaube, wir wissen alle noch nicht genau, was auf uns zukommt in den nächsten Monaten. Ja. Und deswegen müssen wir, glaube ich, sehr, sehr kreativ sein in jegliche Richtung. War jetzt mehr als ein Satz, sorry. Alles gut. Tim. Ich würde es beschreiben mit unternehmerischer Entscheidungsbefugnis am Tisch. Also, dass man wirklich nochmal wieder reden kann am Tisch. Und wenn es halt bei diesen ganzen Unikaten und Pionierarbeit, die wir leisten in allen Baustellen, dass man da auf der anderen Seite auch Unternehmer am Tisch mit hat oder zumindest Leute hat, die entscheiden dürfen. Ja. Weil das ist teilweise eine Industrie, die nicht mehr flexibel reagieren kann. Und wir müssen flexibel reagieren können am Bau. Und deswegen arbeiten wir als Beispiel sehr, sehr viel mit inhabergeführten Unternehmen zusammen. Weil da gibt es jemanden, den kann man am Tisch mit in den Augen schauen und Entscheidungen treffen. Und das wünsche ich mir für allen Großen. Gut nachvollziehbar. Das unterstütze ich vollkommen. Wandel es vielleicht noch ab. Es gibt einen Grund, warum wir so unflexibel sind oder elefantenartig in der Immobilienwirtschaft sind. Das sind große Werte. Das sind immer Prototypen, wenn man Fehler macht. Wird es teuer. Also, das habe ich schon immer so gemacht, war sogar immer ein positives Wort. Jetzt erwarte ich aber, dass wir unter dem Fokus der neuen Nachhaltigkeitsziele und Bezahlbarkeit, das Soziale wollen wir dabei nicht vergessen, Dinge in Frage stellen, diskutieren. Und ich hoffe, dass die Digitalisierung hilft, früh Lösungen zu erkennen, abschätzen zu können. Wird das zusammengehen oder nicht? Und dann, dass wir uns trotzdem so entscheiden, dass ein verlässliches Produkt am Ende dabei rauskommt. Dass wir reporten können mit ganz vielen Daten. Ja, wer will das nicht? So. Aus meiner Sicht ist das Entscheidende zum einen, der Einzelne muss Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Das kam bei dir. Alles andere kann ich im Übrigen auch unterstützen. Aber wichtig ist zuhören. Wir haben irgendwann ganz am Anfang gesagt, wir wissen eigentlich alle gar nicht, ob wir das gleiche Verständnis von BIM haben. Wahrscheinlich gibt es hier 100 Leute im Saal und wir haben mindestens 120 verschiedene Verständnisformen. Zuhören und zu gucken, ob der andere versteht, was ich gerade gesagt habe, damit wir nicht aneinander vorbeirennen im Planungsprozess, sondern alle Ziele, die hier genannt worden sind, erkennen. Und zuhören ist etwas, was mindestens die Männerdomäne ganz schlecht kann, viel Lernnachholbedarf hat.
was wir uns aber als Gesellschaft wieder angewöhnen müssen. Ich finde ja total interessant, dass ich eigentlich eine Frage gestellt habe, wo ich praktische Beispiele haben will. Jetzt haben wir 5-mal gehört, dass es ums Verständnis und ums Reden geht. So, ich glaube, die andere Seite des Publikums sollte das genau jetzt auch mitnehmen, dass das ernst gemeint ist, wenn alle 5 genau das Gleiche eigentlich sagen. Aber ganz herzlichen Dank an die Runde, an Martin Murphy, an Stefan Dahlmanns, Tim Sassen, Alexander Happ und Georg Nunnemann. Und wir wünschen uns gute Geschäfte, funktionierende, verlässliche Geschäfte für dieses und für die nächsten Jahre. Also lieben Dank. Danke an dich, Sun Jentsch, für die Moderation.